Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge Balloons TD6. Ja, wow, 30 Affen Geld. Naja, hi und willkommen zu einer neuen Folge Balloons TD6. Heute würde ich gerne mit euch zusammen. Wir haben letztes Mal auf dem Laufenden gespielt. Baumstumpf haben wir auch auf schwer gespielt. Dieses Mal würde ich gerne schwer spielen und es dieses Mal auch schaffen. Wäre auf jeden Fall was Schönes. So, denn ich habe einen neuen Plan. Ich darf keine Bananenplantage setzen. Mal schauen, ob das klappt, wenn ich keine Bananen Plantage sind. Es ist hart, aber ich grade mal das Affen-U-Boot an den nicht der Affen. Hier, ich bin doch auf Affen-U-Boot gegangen. Ah ne, ich will 20.000 Upgrade natürlich. Weil wir, glaube ich, letztes Mal das Affen-U-Boot genommen haben. Deswegen, ne? Ich glaube nicht, dass. Ja, die kommen wieder durch. Willst du denn machen? Ich muss auf den Gavedollen sparen, was ich letztes Mal nicht gemacht habe. Das war mein Fehler letztes Mal. Das habe ich auch nicht gemerkt. Ich habe mir das Video mehrmals angeguckt, was ich halt vergessen haben könnte. Oder was ich besser machen könnte. Ja gut, der Gavedollen kann hilfreicher sein, als man glaubt. Zumindest dachte ich, der wäre nichts wert. Auf jeden Fall, wie findet ihr eigentlich die Karte Baumstumpf? Ich finde sie relativ okay. Ich wäre dafür. Okay. Ich habe noch ziemlich viel wegen Videothemen zu tun, auch. Escapist muss ich gucken, ob es heute kommen kann. Auf jeden Fall, check die Folge Kick the Body aus. Habe ich auch gerade auch runtergeladen. Dieses Mal wird aber die Folge Balloons TDs nicht 35 Minuten gehen. Sorry Leute, die wird ein paar Minuten gehen. So ungefähr. Ich werde heute halt nur die Runde spielen mit euch. Sag ich mal auf die Schnelle. Und da wäre doch ziemlich. Obwohl, ich habe mich dumm gesetzt, oder? Ja, nee. Geht. Alter, wegen dem Ballon warte mal jetzt, ne? Der levelt sich auch automatisch auf. Den sollte ich auch mal upgraden, ne? Ich grade den bis zur Steinkugel ab. Dann werde ich mir eine Cannon machen. Habe ich überlegt. Und dann werde ich mit dem Super. Ne, da werde ich erst den Klebstoffschützen machen. Und dann fange ich direkt mit dem Superaffen an. Ich wollte ihn so früh haben, wie es geht. Ich lehne mich gerade an meinen Karton zurück, weil ich habe das Karton von dem Nerf Minigun noch. Check das Video auch zu dem aus. Ich werde zum Militär oder so hieß es. Könnt ihr euch auch abchecken noch. Läuft aber schon, ne? Jetzt haben wir noch ein Upgrade spart. Ja gut, 2000 über 3 können wir vielleicht danach machen. Ah, nee, weißt du, was hilfreich war? Diese Nadelfabrik. Wenn das hier Ersatztürme sind, ne? Also Hilfstürme. Wow. Die Kanone ist doch auch so ein Hilfsturm, oder nicht? Ich verstehe es nicht. Ich denke mir auch gerade egal. Ich meine, die Kanone ist im Prinzip auch ein Hilfturm. Es ist ja ist ein Turm. Oder wie das heißt, unten sind ja die Türme, das Lila sind die Magier, grüne sind die Militäre, blaue sind die normalen halt. Ja, aber die Kanone gehört, finde ich, zu Gebäuden. Also, es ist ein Gebäude. Dagegen könnt ihr mir ja nichts sagen. Oder doch?
Außerdem hatte Gavin Dolan 2 Fähigkeiten oder mehrere. Ich hatte bei ihm nur 2-mal Fähigkeiten, also 2 verschiedene Fähigkeiten. Sammel schnellere Produktion oder größere Haufen. Erstmal schnellere Produktion, weil es das Unnötigere. Danach brauchen wir das Wichtigere, finde ich. Hier größere Produktion. Ich finde es auch merkwürdig irgendwie. Irgendwie kosten die Affen. Nee. Die Affen kosten zwar gleich, aber die Ballons sind irgendwie schwerer, sage ich jetzt mal. Wahrscheinlich wegen den Gavin Dolan. Aber diesen Bogenshooter vom Anfang finde ich auch nicht so schlecht. Ich finde den Gavin Dolan aber am besten. Schneller. Jetzt nehmen wir nur noch größere Haufen, heißere Haufen oder so. Ne, heißere Nägel kommt dann. Spitzere Nägel und so. Weil guck mal, diese Nagelfabrik hilft einem ehrlich hart. Ich werde von euch, jeden von euch hat es schon mal hinlegen, die Rezepte über Links der Box spielen. Es kommen gerade so viele durch, aber die verrotten da alle. Es wird ja auch jede Runde resettet, die Nägel, ne? Heiße Nägel können wir auch machen. Nagelbälle könnte ich noch machen und dann würde ich aber schon zum Superaffen erreichen. Weil Nagelbälle sind schon sehr teuer, finde ich. Aber ist okay, der Preis dafür sind sie sehr gut. Halt. Mal, wenn wir ihn verkaufen, kriegen wir ja doch gerade. Wir kriegen gerade mal so 300 mehr für das. Anstatt das Upgrade kostet ja 2590. Wenn wir es verkaufen, kriegen wir 2870. Schon ein komischer Unterschied. Und ich muss kurz einen Cut machen, da es bei mir geklingelt hat. Ich glaube, das hat man nicht gehört. Mal schauen. Aber ich muss kurz einen Cut machen, bis gleich. So. Hier bin ich wieder. War nichts Besonderes. Auf jeden Fall. Wir können weitermachen. Alles klar. Die Folge geht gerade mal so. Die geht fast mal 10 Minuten fast. Und wir sind nicht mal bei der Hälfte der Runde. Alter, Ballons geht aber auch lang, ne? Komm, 2500 haben wir dann mal. Ich kann ja schon mal auf den Superaffen gehen. So, da haben wir die Nagelbälle. Die Nagelbälle sind jetzt richtig Grosch drauf. Als nächstes setzen wir den Superaffen für 2700. Die durchsichtige müssen wir jetzt machen. Oh ja. Ja, okay. Hütte wird zuerst gesetzt. So neben dem Gavin Dolan. Damit der Unsichtbare erkennen kann. Oder kann er das an irgendeinem bestimmten Level Upgrades?
Kann er das nicht abbilden? Nein, aber man kann nicht gucken. Na gut. Weil ich glaube, der kann es ab irgendeinem bestimmten Upgrade. Ach komm, so. Aber wir geben den dann. Ach komm, mir muss ich die Hüte so setzen. Ja, okay, ich hoffe, dass ich die noch nutzen werde. So, da unten 2160. Jetzt sammelt sich das Geld aber auch schon mehr, ne? So, ab Runde 35 kriegt man mehr Geld. So 1000 pro Runde. Ich muss wirklich gegen Unsichtbare was machen, Alter. Ich muss... Ach so. Ich glaube, die hetzen. Damit passiert irgendwas wegen der Hütte. 160, okay, sollten wir... Ja, da jetzt kann er aber unsichtbare angreifen, oder? Ich hoffe. Größerer Radius. Ja, warum nicht? Oh boy, Junge, der ist schon viel größer geworden. Dschungeltrommeln. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß halt nicht, was das macht, gell? Ich lese mir schnell Info durch. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit für alle Waffen innerhalb des Radius. Ja, gut. Der Gavin Dolin wird dann komplett ausrasten mit Geschwindigkeit, klar. Und da sitze ich noch die Superaffen dazwischen, ne? Aber diese Nadelfabrik war echt nützlich, sag ich mal. Da kommt immer was durch. Trommeln. Was macht das? Primäre Nachricht oder so. Alle Primären im Radius erhalten mehrere Schwerte. Ja gut, nee. Geht. Ich nehme jetzt den Superaffen, aber das hole ich mir nicht. Ich hole mir jetzt den Superaffen. Ach so. Dieses Herzteil von der Hütte, was wir geholt haben. Ich glaube, die Schüsse verfolgen das Herz etwas mehr. Oh mein Gott, wurde das gerade hardcore beschädigt wegen so ein paar Stacheln. Das kommt nicht durch die Stacheln. Aber knapp. Als ob. Ist egal. Ich hoffe, der Radius reicht hier noch. Ja, tut es. Ich will erst, dass er unsichtbar muss ich ja bei ihm nicht machen. Warte, was habe ich gerade? Boah, habe ich gerade viel zum Ab. Ich hole mir das und das hier gerne. Ja, komm, holen jetzt das. Hä? Okay, ich kann gerade relativ viel upgraden. Naja. Reichweite 1005. Wie weit kann er jetzt? Okay, noch eine Reichweite. Was bringt mir Reichweite? Ich weiß auch nicht. Irgendwas wahrscheinlich. Also, da wirft er weiter. Ja, das weiß ich, aber. Das ist zwischen Bäumen. Na, ja, also. Sind wir Robo-Affe oder Sonnengott? Sonnengott, ne? Sonnengott wahrscheinlich, ja. Hey, Junge, wir sind gerade mal über der Hälfte. Hier, wir sollten noch die Steinkugel hier ein bisschen besser machen. Ein bisschen heftiger. Wie viel kostet eigentlich? Boah, 16.000. Für so eine Bomben. Ding. Okay, dieses Magiezeug kann nur der Superwaffe zerstören. Das will ich. 3000 brauchen wir. Und wir können die Hütte upgraden. Können wir nicht? Ich brauche 12.000. Da liegst du falsch. Und den können wir jetzt. Mhm.
15.000. Naja. Ich muss. Ne, 15.000 dauert zu lang. Vielleicht bei Runde 68 oder so. Oder 68, dachte ich mir so. Vielleicht aber schon bei Runde 60 kriegen wir so viel. Aber ich schätze nicht mal da. Okay, die kommen aber auch gerade nicht mal zu den. Na gut, doch, ab und zu mal kommen sie zu den Nadeln. Aber sonst geht's noch, ne? Aber Leute, ich sag euch mal was. Ich glaube, eine zweite Nadelfabrik ist das Unnötigste, weil trotzdem können sie nur Unlimited Nadeln setzen. Außer ihr wollt splitten. Und einen nach da und einen nach da, dann bringt es euch etwas. Ne, aber sonst bringt es euch nicht viel. Ne, das sage ich schon mal schnell. 2400 brauchen wir aber, um das Plasmastrahl zu machen. Haben. Sonnenavatar kommt danach. Ja, aber durch haben wir langsamer. Ja, hatten. Ich kann mal Gavindol Superkraft auch machen, eigentlich. Gavindolins Kraft. Wie viel kostet es ab? 22.000, verarsch mich nicht. Da spare ich lieber 50.000. Für den kleinen Fratzi. Ja, der Luftschiff kommt nicht durch, Junge. Davor ist er nicht durchgekommen, da kommt er jetzt auch nicht durch. Ja. Ich setze spaßeshalber einfach nur so ein Marketing, werde ich auch nicht upgraden. Ich will ihn einfach hier generell upgraden, gegradet haben. Na. Deswegen habe ich ihn einfach so dahin geballert. Als nächstes wäre eigentlich Helikopter am Start, ne? Soll ich? Bro, ich habe was umgekippt. Egal. Soll ich einen Helikopter setzen? Soll ich einen Helikopter setzen? Oder soll ich erst 15.000 sparen? Wow. Mein iPad ist gerade fast runtergefallen. Leute, ich glaube nicht mal, dass ich 15.000. Jawohl, doch könnte sein. 15.000, bevor ich sterbe, hinbekommen, dachte ich. Okay, dann vielleicht schaffen wir es doch. Oh, ah. Naja. Ich habe 13.000, noch 2.000. Dann haben wir es. Komm, noch 1.000. Noch 600, 4, 300, 200, 150, perfekt. 190 kostet das nächste. Nee. Das kann ich niemals leisten. Also, wenn diese 15.000 gerade schon ewig gedauert. Nee, spar doch nicht auf Helikopter. Ich krieg lieber das Ultramoloch. 16.000. Ich will diese Special-Sachen sehen. Aber nicht, dass, als ob das 90 kostet. Das schafft man nicht. Digga. Alter, dafür muss man freies Spiel weiterspielen. Und irgendwann machen wir das, Leute. Ich werde euch irgendwann ein paar Sachen zeigen da. Oder in der Folge noch wahrscheinlich. Ja, wir machen es dann noch in der Folge wahrscheinlich. Aber dann gehe ich auf Dings, wie heißt es? Sandbox und macht schnell, da hat man richtig viel Geld im Leben wahrscheinlich und endlich auch.
Vor allem, wir sind erstmal Runde 60 und haben 20. Ja, nicht mal Runde 60. Bald Runde 60 und haben so viel schon ausgegeben. Das ist der Wahnsinn, oder? Primäre können wir uns leisten, nur für 800 ist nicht so teuer. Und es wird vielleicht etwas ändern. Das Luftschiff klingelt, glaube ich, nicht kaputt. Ich weiß nicht mal, welche Runde wir letztes Mal hingekommen. Obwohl, das sollten wir. Oh mein Gott, das kriegen wir locker kaputt. Die wurden ja gerade geschreddert. Hallo Julia, wurden die gerade alle geschreddert. So, wie viel kostet das nochmal? 116.200. Okay, Patrick, überleg jetzt. Wir haben richtig viel. Ich werde noch bezahlen, um weiterzumachen, einfach. Weil. 400, was für ein. Okay. Bruh, ich habe mal genug für das, was ich wollte. Ich verkaufe diesen Boy hier. Der gibt mir nicht so viel Geld. Nur 6. 100. So. Ich probiere es mit einem gepanzerten Flugzeug. Vielleicht ist Verfolgung schon an, ja. Vielleicht mit noch einem. Komm, noch ein YOLO. Zack, und noch einer reicht nicht mehr wirklich aus. Ich hab das. Wenn das nicht reicht, dann. Sorry. Das sind drei kranke Helikopter, das muss reichen. Oh mein Gott. Niemals, wir werden versagen, Alter. Oder? Das sind drei Helikopter, ich dachte, die kriegen es locker flockig hin. Mehr bezahle ich nicht, Leute, gell? Yeah. Ich will wenigstens Runde 70 kommen. Alter. Ich weiß nicht, wie weit ich damals gekommen bin. Aber definitiv mehr wahrscheinlich. Oder? Ich weiß es nicht. Ich hab jetzt langsam mal gedrückt. Es sieht knapp aus. Ich glaube, Runde 64 ist die Todesround gewesen. Zumindest war es damals so gerade die ganze Zeit. Jetzt laggt's auch gerade, aber auch, ne? Fireball. 40 Affenbissen werden wir auch noch einsetzen, natürlich. Was für ein Update? Da stand gerade bei mir, dass ein Update runtergeladen ist bei Wasser. Oh, egal. Zart, Alter. Die Luftschiffe sind hart. Ich habe beide Kräfte eingesetzt. Das heißt, funktioniert, beide Kräfte zu setzen. Alter. Ich sprach gerade außerdem nur für den hier, ne? Sonnenavatar. Weil das der einzige, der mich retten kann.
Alter, das ist hart. Kann man auf den Baum stampfen? Ja, das geht. Dann hätte ich da den Superhafen gesetzt. Kann man auch auf diese Baumstimmteile? Nee, da kann man keinen, okay. Aber was für Betrug. Alter Schwede, krieg mal die kaputte oder nicht? Opala. So. Haben wir bekommen. Vor Runde 70 kommen wir wahrscheinlich noch. Und hoffe ich auch. Aber sollten. Diese Luftschiffe sind hart. Sind immer noch unter 66, fällt mir auf. Okay. Runde 67, das läuft. Welche Level ist mein Gavin, darling? Stufe 12. Okay. Noch 8 Auflevelungen und dann haben wir ihn eigentlich schon. Ja, aber Gavin Dolin war eine gute Idee mit einer einzelnen. Ne? ...22.000 wird etwas mehr dauern wahrscheinlich als bis Runde 70. Wir brauchen nämlich noch 9.000, Alter. Ich setz mal die Fähigkeit mal wieder ein. Damit es nicht kritisch wird. Die ladet ihr eh schnell wieder. Vielleicht schaffen wir es dieses Mal auch, wenn wir wieder bezahlen mussten. Dieses Mal bezahle ich halt nur einmal an. Das letzte Mal habe ich mehrmals bezahlt für den Namen. Ich habe gerade mein Bildschirm umgedreht, Alter. Schon wieder geht die Folge 30 Minuten. Was? Aber dieses Mal gewinnen wir auch. Ich glaube, das wird immer so sein. 130 Minuten Folge, alter Schwede. Heute kommt leider doch kein Escapist, Leute, außer dem, ne? Außerdem, falls ihr wisst, heute ist Freitag, der 21.07. Heute kommt kein Escapist, aber nächstes... was für Freitag? Was laber ich da? Wir haben Samstag. Oh, ah ne, da noch 3000. Wir können bald den Superaffen upgraden auf einem Sonnengott-Avatar. Komm schon. Würde man nur so einfach Geld kriegen in Liebe, ne? Stellt euch das mal vor. Das wäre ein tolles Leben. Sieht nicht so toll aus gerade. Wie viel kriege ich, wenn ich den Superhafen verkaufe? 9000, das ist nicht so viel. Soll ich ihn auf den Baum setzen noch? Naja, nee. Nö. Wir graden ihn für 680 gleich auf. Komm schon, 22.680 haben wir. Alter, das sieht aber auch brutal aus. Ja, der ist auch brutal.
Der rote kommt doch nicht mehr, der kommt nicht mehr so weit wie der vor. Und ich glaube, jetzt muss ich auch nicht mehr was upgraden. Leute, ich glaube, vielleicht machen wir es doch nächstes Mal. Wir gucken nächstes Mal, wie diese Maschine dann aussieht. Weil die Folge ist etwas lang. Boah, kriegt man aber auch schnell Geld damit. Ja. Und das hat 100 irgendwas gekostet. Ne? 108.000. Ey, wenn wir jetzt noch verkacken will. Nee, aber der Sonnengott macht's. Der regelt. Vielleicht schaffen wir es noch. Zu 21.000, aber nee, ich schätze mal nein. Okay, durch den Sonnengott kommen die jetzt nicht mehr vorbei, ne? Seitdem ich Sonnengott habe, kommen die irgendwie nicht mehr vorbei. Ich könnte auch mal wieder die Fähigkeit einsetzen. Aber muss ich ja nicht. Welches Level ist Gavin Dolin? Das würde mich mal interessieren. 14, okay. Geht alles sogar easy kaputt. Und die müssen ja eh noch... Alter, was für eine Range. Der schießt doch nicht so weit. Scheint doch. Ah nee, wahrscheinlich. Oder ich versteh's doch nicht. Noch zwei Rounds, wenn wir das gewinnen werden. Please. Vielleicht kann ich am Ende nochmal Helikopter verkaufen. Also Runde 80. Runde 81 verkaufe ich die morgen, mache einen Upgrade, um zu gucken, ob das besser wäre oder schlechter wäre. Heute kommen leider auch keine Folgen, also wie dies mehr. Schade auch, ne? Vielleicht das nächstes Mal. Komm schon. Oh mein Gott, vielleicht schaffen wir sogar noch das Flugzeug abzugraden. Na, das wäre noch was auf 21.600. Flugzeug sage ich noch. Helikopter meine ich. Selbstverständlich. Nee, das schießt doch nicht so weit. Das war wahrscheinlich, weil ein Ballon dazwischen war oder so. Und das ist das letzte. Nur so ein Schiff. Das krieg ich einfacher kaputt als die Welle davor wahrscheinlich. Ganz bestimmt. Das schaff ich. Juppie. Ein auf Safe kann man noch machen. Und ich hätte es noch
200 nur. Ich mache freies Spiel noch schnell, um was zu gucken. Yep. Wie lange? Ich verkaufe alles. Selbst die Helikopter. Leute, selbst alles, was ich jetzt gerade hier am Geld habe, 80.000 reicht nicht für diese Nagelfabrik auf Max. Aber was ich jetzt ausprobieren will, eigentlich noch schnell, ganz kurz. So viele Helikopter, wie es geht. Nicht zu brauchen. Helikoptern auf Max. Ach, das war schon. Alles klar, die schaffen es nicht. Wenn die Helikopter diese Runde schaffen, sind die finden relativ gut. Ich mach nur noch die Runde und das war's. Ich hoffe, euch hat diese Folge Balloons TV 6 gefallen. Gebt einen Daumen hoch dafür mehr davon. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke. Damit verpasst ihr keine Videos mehr. Schaut euch auch das letzte Video an, noch Kick the Buddy. Und das letzte Balloons TD6 Video ging 35 Minuten auf. Bis. Ja. Alle Leute kriegen es hin. So eine ganze Horde. Komm schneller. Ja, ich kann eigentlich auch aufhören. Die schaffen es eh. Oder? Nein! 500 bezahle ich, um was zu machen. Alles klar. Bestimmt tue ich das. Nein, ich gehe jetzt zur Hauptseite. Ich gehe natürlich wieder auf Baumstumpf. Schwer. Sandkasten nur ganz schnell. Ich will nur was sehen. Bei Affen. Boah, ich viel Geld im Leben. Ich setz nicht mehr. Fang mal direkt an mit einem blauen Luftschiff, okay? Ja. Was das hier ist, weiß ich auch nicht. Das sind solche unnötig unsichtbaren Ballons. Bitte sagt mir nicht, die zerstören jetzt alle Minen da. Alles klar, natürlich. Okay, ich test gleich so bei ja so ein zwei warte, eins, zwei, drei blaues Luftschiff kriegt es kaputt. Ich bin dafür, dass es kaputt gemacht wird. Oh, ich kann sogar. Oh nein, Junge, ich habe jetzt Runde 1 gestartet. Was? Der Luftschiff wurde so schnell besiegt. Okay, ich kann verstehen, warum das so teuer ist. Vielleicht mit einem roten Luftschiff aufprobieren. Brass, ob sie denn so easy platt kriegen. Okay, vielleicht mal hin. Was? Okay, vielleicht beim Grünen. Setzen wir mal so ein paar mehr. Wir müssen ja überträumen im Leben. Oh mein Gott. Alter, wenn das das hier aufgehalten kriegt. Oh, ich kann sogar noch. Was? Hä? LOL! Ich kann noch Barrieren geben.
Alter, also sowas habe ich nicht oft erlebt. Der hat es auch besiegt. Jetzt machen wir mal diese hier, keine Ahnung wie die heißen. Diese fetten grünen Luftschiffe, so richtig viele. Und alle haben so ein Schutzteil drumherum. Alter, nein. Junge, sieht sogar heftig aus. Und dann will ich noch wissen, wie die Bananenplantage aussieht. Wo ist die denn? Hier, die richtet ihr nichts an. Dann kann ich die auch gleichzeitig ausbezahlen. Ich kann aber nicht sehen, Thema Geld, wie viel es gibt, ne? Schade. Ne, steht es da? Vielleicht, wenn ich sie wieder setze. Nur dieses Mal. Fuck. Okay, zu hoch. Nee, warte, was? Egal. Hä? Irgendwie kann man das, glaube ich, nur einmal haben, ne? Vor allem die Luftschiffe gehen noch kaputt, ne? Na komm, ich lasse euch erstmal die Luftschiffe. Ja, nee, aber ich glaube, die Minenteil, das schafft es nicht. Das ist jetzt zu viel. Ja. Ja, das ist zu hart. Dusch kann ich verstehen, aber. Boah, ich verliere aber auch heftig viel Leben, ne? Naja, wegen Bananenplantage kann ich auch noch schnell Info lesen. Was das so macht. Ah, falscher Knopf. So, hier. Du hast Bananen, wir haben Bananen. Ja, wie jetzt? Was macht's aber? Okay, ich weiß jetzt nicht, was das macht. Und wenn ihr noch sehen wollt, diesen Typ hier, kann ich auch noch schnell auf Max zeigen. Kriegt er die wenigstens aufgehalten? Nicht mal. Loser, Alter. Gehen wir auf Ballons. Ich glaube, der kriegt nicht mal. Nee, der ist zu schlecht. Aber der kriegt nicht so ein Luftschiff kaputt. Das ist noch eine Mine von dem. Ja, die Mine wird zerstört. Okay, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Gebt noch einen Hoch dafür, mehr für Balloons D6. Abonniert mich, wenn ihr es nicht getan habt. 20 Abonnenten ist Abonnenten-Special. Oh Gott. Junge, tut mir Hals. Ich bin heute krank auch, ne? Aktiviert die Glocke, wenn ihr mehr, damit ihr keine Videos verpasst. Checkt Kick the Body Folge 2 aus und Balloons D6, die letzte Folge. Bis nächstes Mal und ciao, Leute.